Ihr seht hier das Nokia C301, ein weiteres Gerät aus der C-Serie, welches an die breite Masse gerichtet ist, und es handelt sich um das Nachfolgemodell des Nokia C300, wozu ihr auch einen Testbericht auf unserer Seite www.handy-mc.de finden könnt. Hier sehen wir Nokia C3 und hier das Modell Nokia C301. Touch and Type. Auf der Rückseite finden wir die zwei Modelle, Silber und Grau, und dann haben wir hier einige technische Daten. Es handelt sich, wie gesagt, um ein Touch-and-Type-Gerät, und wie die Bedienung genau funktioniert, das zeige ich euch in den weiteren Videos. Erst einmal schauen wir uns an, wie der erste Eindruck des Geräts ist. Das Gerät ist im vierten Quartal 2010 erschienen und ich nehme es einmal aus der Verpackung. Ja, das ist das Gerät. Es sieht sehr schmal aus, erinnert einfach an ein gewöhnliches Nokia, aber ein sehr gut verarbeitetes. Wir haben hier wenig Kunststoff, viel Metall, also es ist sehr schmal, liegt sehr gut in der Hand, ist hier abgerundet und ja, also sieht erstmal auch sehr edel aus. Das ist hier die graue Version des Geräts. Ja, aber vom ersten Eindruck fühlt es sich wirklich sehr gut an und sieht auch sehr schön aus. Das Gerät kostet nur 5 oder 10 Euro mehr als das Nokia X302, welches auch ein Touch-and-Type-Gerät ist. Das seht ihr einmal hier. Der Unterschied ist einmal hier dieser LED-Blitz, den wir hier haben. Hier haben wir keinen LED-Blitz. Und außerdem, wie man schon vom Aussehen hier sehen kann, ist das hier sehr viel unstabiler. Hier ist viel mehr Kunststoff verarbeitet worden. Und das hier ist einfach stabil, sieht solide aus, sieht edel aus, also... Da macht dieser geringe Preisunterschied doch einen großen Unterschied, weil 5 bis 10 Euro mehr und man bekommt dieses Gerät. Was das an der Bedienung jetzt für Auswirkungen hat, das schauen wir uns in den weiteren Videos an. Ja, was sehen wir jetzt erstmal hier von außen? Wir haben hier Maße 111 mm mal 48 mm mal 11 mm an der dicksten Stelle. Und wenn wir hier oben drauf schauen, dann finden wir hier einmal den Anschluss für das Ladegerät. Das ist ein proprietäres Ladegerät, leider immer noch nicht so schön geregelt von Nokia, weil langsam sollten die Geräte alle über Micro-USB aufgeladen werden. Nokia hat immer noch diesen proprietären Anschluss und man sammelt diese Nokia-Aufladegeräte zu Hause und weiß nicht mehr, was man damit anfangen soll. Dann haben wir hier eine 3,5 mm Buchse für Kopfhörer. Da kann man die mitgelieferten nehmen oder seine eigenen. Und wir haben hier einen Micro-USB-Eingang. Auf der rechten Seite finden wir hier die Lautstärke-Wippe. Dann haben wir hier einmal die Tastensperre. Und wir haben hier den Schnellstartknopf für die Kamera bzw. den Auslöser. Auf der linken Seite finden wir gar nichts. Unten ist auch nichts. Hier haben wir das Mikrofon eingebaut. Und wenn wir hinten drauf schauen, finden wir eine 5-Megapixel-Kamera und ein LED-Licht. Ja, so viel erstmal von außen. Wir schauen uns jetzt den Lieferumfang an. Ich nehme einmal die Pappe hier ab. Und dann haben wir hier einmal ein 1050 mAh Akku. Wir finden hier einmal das proprietäre Aufladegerät. Und wir haben hier Kopfhörer mit 3,5 mm Klinke. Außerdem haben wir die Möglichkeit, mit diesen Kopfhörern zu telefonieren. Hier haben wir einen Knopf. Und ansonsten ist hier jetzt nichts vorhanden. Eigentlich werden 2 GB Speicher ab Werk mitgeliefert, das ist jetzt bei unserer Testversion hier nicht der Fall, steht aber hier hinten drauf. Der Speicher ist erweiterbar bis zu 32 GB und wir haben hier einen internen Speicher von 48 MB. Ja, ich werde den Akku jetzt einmal einsetzen, indem ich hier hinten diese Metallklappe einmal abziehe. Die sitzt schon gut fest. So, und dann haben wir hier unsere SIM-Karte und können jetzt hier unseren Akku vorsetzen. Hier haben wir die Möglichkeit, eine Micro-SD-Karte einzuschieben. Da ist jetzt keine vorhanden, wie gesagt. Und ich werde den Akkudeckel wieder draufschieben. Das ist Metall und sehr, sehr stabiles Metall. Ich schiebe es wieder drauf. Und jetzt wiegt das Gerät 100 Gramm.
Also, das ist wirklich relativ leicht. Wie gesagt, das Gerät ist schmal, passt gut in die Hosentasche, lässt sich schnell rein in die Hosentasche schieben, schnell rausziehen. Ja, ist einfach ein sehr schönes Nokia-Gerät und wir haben, wie gesagt, Touch and Type und die Bedienung zeige ich in den weiteren Videos. Ja, wir haben die Möglichkeit, das Gerät einmal in Silber zu kaufen. Da kostet es um die 148 Euro oder in Grau bei Amazon dann für circa 154 Euro.